Hämmere etwas zu trinken? Es kommt, es kommt. Was kommt überhaupt? No, irgendeine Unterhaltungssendung. Etwas Lustiges? Ja, der Dings macht mit, oder, wo wir das letzte Mal so gelacht haben. Wer heisst der Dings da? Der, der Dings da? Ja, der Kleine. Ja, der mit dem Dings, ja. Haben wir auch etwas zu picken? Ja, dann wird es sicher lustig. Es ist noch im Eiskasten, das Bündnerfleisch. Das Bindenfleisch, meinst du? Was? Das, was im Eiskasten ist. Das Bündnerfleisch, ja. Es handelt sich doch nicht um einen trocknenden Bündner, sondern um Fleisch, das eingebunden und in Rauch gehängt wird. Fleisch, das in Rauch gehängt wird, heisst Rauchfleisch. Ja, vielleicht wird es auch nicht in Rauch gehängt, das weiß ich nicht so genau. Aber eingebunden wird es auf alle Fälle. Es wird nicht geräuchert, nur getrocknet. Was? Bündnerfleisch ist Trockenfleisch. Bindenfleisch. Was? Bindenfleisch ist Trockenfleisch. Ja, das sage ich ja. Nein, du sagst Bündnerfleisch. Das ist ja Wurst. Nein, es ist kein Wurst, es ist trockenes Fleisch. Ja, woher kommt es denn, das trockene Fleisch? Ich denke, aus der Metzg. Nein, aus dem Bündnerland. Darum heisst es nicht Metzgefleisch, sondern Bündnerfleisch. Wir können es auch zu Basel machen und zwar trotzdem Bündnerfleisch heisst. Bindenfleisch! In der Metzg sagen sie auch Bündnerfleisch. Oh, gang du einmal nach Chur oder nach Flims in die Metzgerei, der sagen sie es richtig. Ja, du willst doch nicht von mir verlangen, dass ich nach Chur oder nach Flims fahre, nur weil du gern Bündnerfleisch isst zum Fernsehgaffen. Bindenfleisch. Ja, so ist ja teuer genug. Hat dann auch noch Zugfahrt dazu. Das sagt doch kein Mensch vom Zug fahren. Nach Flims gehen einkaufen, nur weil sie dort Bündnerfleisch Bindenfleisch sagen, das ist ja wirklich spannend. Es handelt sich doch hier nur um ein sprachliches Problem. Nein, es handelt sich da um ein Haushaltproblem. Ich muss ja schließlich mit deinem Sackgeld auskommen. Ich finde ja schon 200 Gramm Bündnerfleisch, der oberste Luxus für eine blödsinnige Unterhaltung. Nein, die wird echt lustig. Aber jetzt sollte ich auch noch die Bündnerfleisch. Ja, komm, sitz ab. Beruhige dich, ich hol's aus dem Eiskasten die Bündnerfleisch. Bündnerfleisch heisst das. Für mich hat es draussen Salzperzeli. Kann man kein Bündnerfleisch leisten? Salz was? Perzeli. Salzperzeli heissen die. Hast du auch nicht gewusst, ne? Ist nämlich ein Druckfehler auf der Packung. Also wegen meinem Bindenfleisch? Salzperzeli von dem Mirgo. Wegen meinem Bindenfleisch. Bringen Sie Salz in die Unterhaltung. Jetzt unterbrich mich doch nicht immer. Ja, das ist jetzt eben die Unterbrecherwerbung. Also ich hole Sie deine Salzperzeli und mein Bündnerfleisch. Ja, komm. Sitzt du zu deiner Unterhaltung. Hoffentlich wird sie halb so komisch wie unsere. Das nächste Mal bringt der Fleischkäse von der Alp.